Die Situation ist noch nicht sauber nach diesem Eckball. In den Strafraum, gut abgefangen. Schuss und erstmal nur abgewehrt. Suarez. Jetzt schießt er und Benzema. Das gibt Ecke für Real Madrid. Sergio Busquets. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Groß. Hier ist die Ballbesitzstatistik. Die täuscht etwas. Ja, denn wenn man das so sieht, müsste man sagen, ja, klare Angelegenheit. Real dominiert das Spiel und muss hier vorne sein. Pustekuchen. Peter attackiert. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Und nun Lionel Messi. Es muss Freistoß geben und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Den haben andere schon fallen lassen und wenn sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2. Der Schiedsrichter guckt sich noch mal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Aber noch nicht. Also eins muss man ihnen lassen. Moral haben die Jungs. Und nun Lionel Messi. Daniel. Suarez. Er könnte passen. Jetzt dranbleiben. Jetzt noch ein Tor. Und am plumpsten die Steine von den